Ich habe auch noch nicht nochmal neu getwittert. Ich habe mir einfach gedacht, dass ein Tweet reicht. Eigentlich waren es sogar schon zwei. Ich habe jetzt sowieso zwei Follower bei Twitter und einer davon bist du, von daher ist es... Gebackener Fisch. Immer wenn ich dieses Gericht hier zu Hause zubereite, werden meine Katzen total verrückt. Ich brauche einen zweiten Koch allein dafür, sie davon abzuhalten, sich ein bisschen zu genehmigen. Stell einfach sicher, dass der Fisch frisch ist, vorzugsweise selbst geangelt. Jetzt sieh her, wie ich den Fisch auf diesem Bett voller Frühlingsgemüse anrichte. Seid ihr denn jetzt alle da? Ja, ich bin da. Gebackenen ich Fisch wieder in die Mine. Wie schön ordentlich es ist. Wir haben das Feld neu bestellt. Wir wollen... wir brauchen mehr Gold. Goldbachen, um hier nicht mehr bewässern zu müssen. Soll ich auch in die Mine gehen? Oder brauchst du mich hier, braucht ihr mich hier für irgendwas? So mit der also ich will erstmal eure ganzen Geoden tue ich erstmal aufbrechen lassen. Und ist, wir haben jetzt die Sauna. Was? Die Sauna ist jetzt da. Sag mir das nicht, du kennst du die Sauna regenerieren nicht. Regenerieren kannst. Ich kann es auch nicht. Oh, also ich wusste nicht, was man da machen soll. Das Dampfbad? Oben. Felix? Pass auf, du gehst einfach nach der Biene. Da kommt man jetzt hin, das meine ich. Ja, genau. Genau. Und wenn jemand zufällig 12 Uhr dort ist, kann er auch dort gucken, ob der Zug was fallen lässt. Und Benni, hast du mittlerweile schon dein Schwert da geholt? Ich hab ein neues Schwert. Wie heißt das? Ich hab auch ein neues bekommen, also ich bin versorgt jetzt. Ich hab nicht mehr das Rostige. Hä? Ich hatte doch mein Schwert verkauft und du wolltest eigentlich eins so. Jetzt habe ich eine Gießkanne leer gemacht. Ich finde, das ist genug Arbeit. Für einen Tag. Ich hätte hier auch noch so eine Bleirute, Felix, falls du möchtest. Was auch eine Bleirute ist? Ich weiß nicht gerade, wo meine Achsen so ein Spaß ist. Hier rechts haben wir eine Truhe für Zeug. Ja, ist mir schon klar, aber da ist... Haben wir noch was zum Säen? Nee, ich glaube nicht, aber du kannst gern was kaufen, wenn du das möchtest. Da ist noch eine Hacke drin, aber keine Axt, also muss entweder eh noch eine. Warte mal, ich habe eine Axt, aber nur eine. Aber ich kann dir meine Axt mal reinlegen. Ich brauche hier, guck mal, die ist hier. Da habe ich es aber nicht reingelegt. Katja! Leg ich sie rüber. Miau! Ach, übrigens gibt es eine geheime. Scheiße, jetzt würde ich ja wieder spoilern. Nein, du spoilerst nichts. Ja, bin ich auch dafür. Ja, ich bin ja schon ruhig. Lassen denn Ben die Spannung? Ich finde es schon doof, dass ihr euch halt selber darüber informiert habt, dadurch wisst ihr halt jetzt alles. Informiert habt, ich hab wenn ich ihn nochmal, halt ich hab's gespielt. 3 Jahre lang gespielt. Und ich hab's auch hoch gespielt. Und ich hab vor den 3 Jahren auch, ist halt ich alle hab doof, noch nicht ja? alles rausgefunden. Man Klappe. Findet in 3 Jahren auch nicht alles raus. Du kannst gar nicht alles rausfinden ohne Internet. Bin ich der Überzeugung. Brauchen wir von Mohn bestimmte Farben oder ist das Wurst? Ich glaube, das ist Wurst. Ich weiß es aber nicht, weil ich darf ja auch das nicht nachschlagen. Wurst. Also meinst du im Gemeinschaftszentrum? Nee, so generell zum Aufheben. Ja, also fürs Gemeinschaftszentrum ist es Wurst, weil Mohn hat eigentlich nur eine Farbe. Richtig. Nee, ich habe jetzt schon 3 gefunden. Okay. Nee, dann bräuchten wir Gelb. Also ich glaube, beim Gemeinschaftszentrum ist für die eine Aufgabe ein roter Mohn abgebildet, aber ich glaube, es ist egal, was für einen du nimmst. Okay. So, ich erstmal ein bisschen Geld umsetzen. Was ist auch so, weil du die Geoden aufbrichst, ne? Ich gehe jetzt mal kurz Samen kaufen. Wie viel Geld brauchst du noch? Kannst du es ungefähr abschätzen? Ich kann dir kleine Zahl sagen. Ich bin nämlich live Hatsch. Oh, ich habe eine Zwischensequenz. Von was? Von. Ich glaube, Abigail. Ah, die mag mich anscheinend. Fertig, du hast noch 499 zur Verfügung. Und Ben? Diamanten könnten wir auch erstmal verkaufen, ne? Hast du mich erschreckt? Warum schleichst du dich so an? Ich habe Reisesprägkünz gespielt und schaffe nicht mal das erste Level. Dieses Spiel ist unglaublich schwer. Naja, entweder das oder ich bin einfach schlecht. Hey, willst du das Level mit mir zusammen probieren? Vielleicht schaffe ich es mit deiner Hilfe eher. Yay, klar, mache ich. Wie soll ich den verpacken? So, ich muss das Reise des Präriekönigs spielen. Mit Abigail. Komm ich doch einfach abholen. Jupp. Das hatte ich noch nie, glaube ich. Oder ich erinnere mich nicht mehr dran. Weil du Abigail nicht gefreundschaftet hast. Ich habe das mit den Freundschaften eh sträflich vernachlässigt, die 3 Jahre. Ich glaube, ich werde Haley tüdeln da. Oh, was ist denn das? Ich habe schon wieder. Ich habe jetzt eine Zeit lang auf meinem Single-Account jetzt mal wieder gespielt. Jetzt bin ich wieder ganz andere Hausnummern gewöhnt.
ist noch nicht cool. Außenbahn, die wechseln sich ab. Nein. Ich meine so mit Energieverbrauch und keine Ahnung. Das ist voll schwer. Aber zu zweit geht das, glaube ich, ganz okay. Das ist wirklich schwer. Ich glaube, das habe ich auch nie durchgespielt. Halb fertig! Aber nur das Level 1, oder? Ja, die will nur Level 1 schaffen. Ah ja, dann. Darum geht's. Oh Gott, ich sterbe hier. Geh gut. Oh, Dungeon oder was? Dungeon, ja. Wir sind ja schon bei Level 79 in der Dungeon. Oh Gott! Was? Kommen hier viele Gegner! Da kamen plötzlich irgendwie Dutzend Gegner auf einmal. Ja. Seid ihr jetzt bei dem Dungeon oder? Nee, ich bin im Präriekönig-Spiel immer noch. Also die Enid-Zwerge-Schriftrolle können wir weghauen. Also verkaufen. Haben wir die schon gezeigt? Ja, wir hatten zwei davon. Ich habe jetzt Wir haben es geschafft! Die eine können wir weghauen, die bringt nämlich gar nichts. Ich hab's geschafft. Schön, Ben. Hey, das war lustig. Danke, Ben. Du kannst echt gut mit dem Joystick umgehen. Hm? Das wundert mich nicht. Sagt sie das ernsthaft? Ja. So. Das Real daran ist, ich bin in den Laden gegangen eigentlich, ja. Oh. bist du in Dings rausgekommen, in der Kneipe quasi, ne? Nee, bei ihr zu Hause war ich jetzt. Ach, auch nicht. So schnell bei ihr daheim? Wir sind jetzt auf Level 20 in der Mine und ab hier gibt's, glaube ich, regelmäßig Gold. Cool, ich komme. Ja, auf Level 20? Waren wir denn jetzt schon Level 80? 80, Entschuldigung. Ich meine Level 80. Also sehr gut. 20. Nee. Dann muss ich eben noch eine Weile ohne auskommen. Und dann ist es für den Tag weg. Ja, das ist nicht so schlimm, damit könnte ich leben, aber... Hier ist wieder der Schweinezirkus. Was gibt's denn hier diesmal? Tulpe, Skorpionkarpfen, Lebenselixier. Ich meine, auch eine Tulpe. Jetzt fangen wir ja hier eh auf Level 80 dann an. Jetzt muss ich mich nicht mehr runterkämpfen. Und dann habe ich auch Käferfleisch kostet hier 1000 Gold? Lumi, weißt du eigentlich, wie man die Tulpe, Kaffeebohne. Zwille verkaufen kann? Die was? Die Zwille. Verdammt, ich hätte Gold behalten sollen. Hier gab es Kaffeebohne. Die gibt es nur hier wahrscheinlich. Benny, was ist eine Kaffeebohnen Zwille? Kriegt man später. Warte mal, du kannst doch. Irgendein Herstellungsding. Nee, das jetzt, ist. Jetzt was verkaufen ist schwer. Ach, ich zeig's euch einfach dann. Das ist das Ding, wo du diese Geschosse verschießen kannst, die Steine. Ach so. Beim Joja-Markt kann man nichts verkaufen, ne? Da hast du jemals das Bedürfnis, einfach auf Erkundungstour zu gehen, Ben? Okay, stell dir einfach vor, du hättest einen kostenlosen Urlaub gewonnen. Wohin würdest du gehen? Zum Strand, eine dunkle Höhe, in den alten knorrigen Wald. Zum Strand. Das würde recht schnell langweilig werden, finde ich. Dö. Du hast Spaß? Ich habe Spaß mit Abigail. Die mag mich. Die guckt nicht vorher nach, wo es geheime Sachen gibt. Er hasst uns jetzt auf ewig. Wir leiden jetzt alle drunter. Jetzt ist wahrscheinlich mein Gold weg. Und die letzten 10 Minendinger. Also, er hängt da ja mit dran. Das bin ja nicht nur ich. Mit dran? Mittendrin, mittendran, dran, drinnen, dran, drunter. 8 Ebenen sind weg und 4 Gegenstände aus meinem Rucksack. Das garantiert, ja, nee, ist nichts Gold, Gott sei Dank. Aber. Level 84. Das ist ja witzig. Das ist ein wirklich gutes Geschenk, danke dir. Warum dürfte ich da offiziell gar nicht mehr sein? Naja, weil wir 8 Klang des Meeres gekommen. Wunderschön, so. Nicht? Wir haben 8 Ebenen der Mine vergessen. Gemeinschaftlich. Das gilt dann für alle. Also das ist aber witzig, weil er ist ja in einem Bereich, den er offiziell gar nicht mehr kennt. Also vielleicht gleich ist es dann so ein zurück. Bisschen aus. Ist ja schon nur. Ja, hat's ausgeglichen. Ich muss ins Bett. Ich habe noch einen Diamanten gefunden. Ich muss auch ins Bett. Ich schmelze dann mal Gold ein, dann haben wir morgen nochmal 2 neue Goldwaren. Da. Noch Kohle. Ja, ich habe Kohle jetzt verloren. Ich habe eingelegten Weizen bekommen. Lecker. Oder so. So, bin im Bett. Magst du nicht eingelegten Weizen haben? Ich habe keine Ahnung, wie sowas schmeckt. Ich auch nicht. Fischen Stufe 5. Fische sind Mehrwert oder
Krabbenreusen verbinden. Fisch ist ein Mehrwert. Kampfstufe 4. So, ich übernehme das wieder mit der Mine. Damit wir gleich mal die Rollenverteilung hier festlegen. So, ich sammle meine Sachen rein. Erstmal gucken, wie viel Glück ich habe. Leben vom Land. Bist du oder soll ich? Mach du. Willkommen bei Leben vom Land. Hier sind wir wieder mit einem weiteren Tipp für euch. Schwitzt die Ohren. Lasst uns über Mais reden. Er ist eine etwas ungewöhnliche Pflanze, weil er ganze 2 Jahreszeiten überdauert. Das ist richtig. Während die meisten Pflanzen beim Wechsel der Jahreszeit sterben, lebt der Mais weiter. Du kannst ihn im Sommer und im Herbst anpflanzen. Los, pflanz einfach mal ein wenig Mais an. Wurdest du nicht in die Mine, Felix? Ja, ich wollte mir noch was zu essen mitnehmen, aber hier gibt's ja kaum was. Wir bauen zwar Haufen an, aber... So, jetzt die Sachen, die wir für Quests aufgehoben haben. Wir haben natürlich nichts zu essen großartig aufgehoben. Wir hätten Joja-Cola, die jetzt nehmen können. Die bringt übelst wenig. Guck mal auf die Energie. Stimmt gar nicht. Oh, wir haben ja noch Melonen drin. Warum haben wir denn die Melonen noch nicht angebaut, die ja noch drin liegen? Echt nicht? Denk an die Lücken wegen dem Springen. Sorry. Ja. Denk an die Qualitätsdünger. Die Lücken sind sowieso gefüllt, weil ich das letztes Mal ja vergeigt habe. Aber du kannst auch noch 2 Stück zum... Ne, anmachen, 2 Sprinkler. Ja, ich bin ja schon dabei. Aber die werden ja heute eh nicht, würden ja heute eh nichts nass machen. Ja, nur dass wir es nicht vergessen, das wäre schon blöd, wenn wir es am Morgen gießen müssen. Ich bin ja eigentlich auch immer Mensch, der Sachen versucht, selbst rauszufinden. Ach so? Tatsächlich, ja. Wenn man halt gar nicht mehr weiterkommt, kann man halt nachgucken. Ich finde, bei Stardew Valley kommst du halt immer weiter. Ja. Hab wohl lange genug gespielt. Er kommt so an, wenn weiterkommen definiert, ne? Ja, weiterkommen halt, ne? Neue Sachen erleben und nicht jeden Tag das Gleiche machen, so definiere ich weiterkommen. Ja. Weil irgendwann hast du ja schon genug Geld und hast irgendwie alles schon 1000 Mal gemacht und dann willst du aber wissen, wie so die einzelnen Geschichten vorangehen und da ist es manchmal ein bisschen tricky, wenn ich nicht informiere. Ja, einfach heiraten. Und für immer glücklich sein. Ach, übrigens, Lumi, du hattest ja gesagt, Kinder kriegen, ne? Weißt du, was die Erweiterung fürs Kinderzimmer kostet? Ja, ich hab ja eins. Die hat doch letztens mal in ihrem Singleplayer ein bisschen Quatsch verkauft und 1 Million gekriegt. Und da hatte ich schon alles, ne? Hm. Ja, aber was geht das so, ne? Wo machen wir jetzt da? Machen wir jetzt die Pflanzen rein, ne? Oder so langsam keinen Platz mehr, gell? Wir haben die Pflanzen getrennt, ne? Nach Jahreszeiten. Ich könnte sogar 3 bauen davon. Von den Sprenkeln. Warum steht Frühling ganz vorne? Wo ist denn Sommer? Das Orange. Oh, schnell Sommer. Wir müssen das echt mal irgendwann benennen. Das wäre voll cool. So, die oberste Reihe ist jetzt besprenkelt. Nur hier links die 3. Die kommen nicht ein. Rennen die ganze mit dem Köder auf dem Kopf rum. Hey, angel mal nicht mehr bei einer. Jetzt angelt ihr echt bei meiner Krabbenreuse. Alter, bist du. Geh weg! Da ist eine Garnele drin in meiner Krabbenreuse. Ja, wer angelt denn? Der andere Angler, der NPC-Angler. Ich bin fast wieder tot, ich muss bald wieder hoch. Oh, hast du nichts? Ich hab auch was zu essen mit, aber hast du nichts mit? Nee, ich hab's vergessen. Dann geh. Mach ich dann. Ich hab bloß eine Etage. Was eigentlich ist nur. Dann ist das ganze Zeug, wenn ich fast am Sterben bin. Oh, ich hab eine Weißalge gefunden. Und wie kann man Zeug droppen? Kannst du es mir geben? Oh, oder so. Danke. Dekorativer Fächer habe ich gefunden. Okay. Da liegt noch was. Wie lange tun denn blöde Angler angeln? Lass ihn doch angeln. Aber ich will meine Garnele ran, die da drin ist. Und der angelt genau da, wo meine Garnele ist. Tja, weiß ich auch nicht. Ist gelaufen, gut. Ist ganz schön nervig. Ah, er geht. Theoretisch. Das Ding, das ist mies, das wollte wenn wir noch ein besseres Schwert haben. Oh, geil, was da alles gedroppt. Ich habe ein besseres Schwert als du, glaube ich. Ach so? Ich mache jetzt hier den Goldklumpen noch und dann gehe ich runter. Ich bin unten. Das sind schon 22 Uhr, ne? Was hast du denn? Es ist schon 22 Uhr. Ja, und? Oh, neues Schwert, hier unten gibt es ein neues Schwert. Cool, ich komme. Und dann ab nach Hause. Zeit. Ab nach Hause. Zeit. Und ein bisschen Gold. Ich komme ja schon. Ich nur noch Heilbutt angeln. Das ist ein bisschen doof. Ist das ein also zumindest auf der,
auf der Mine, auf dem Weg nach Hause, da liegt nichts. An Krabbentresse, Ding, bla. Schleimjäger zum Erlegen von 6 roten Schleim. Ach, hätte ich das nur eher angenommen, ey. Ach, deswegen habe ich ja gesagt, eigentlich sollten wir immer bei den Aufgaben vorbei, bevor wir in die Mine gehen. Jetzt habe ich es auch wieder vergeigt. Naja. Boah, jetzt darf mir kein einziger Gegner mehr auf dem Heimweg begegnen, sonst bin ich tot. Ja, du wolltest ja nie eher los, ne? Ich habe schon eh nur 20 und ich bin kaum da jemand. Bloß weil diese blöden... Ich glaube, da unten haben wir jetzt Ahornsirup, aber ich muss ins Bett. Ja. Nee, nicht Ahorn, sondern auf jeden Fall irgendein Sirup. Ich muss ins Bett. Warum stehen die ganze Deko-Gegenstände in meiner Wohnung rum? Tja. Ich kann doch damit auch nichts anfangen. Muss man fehlen. Oh, eine 50! Ich schlappe dir, Felix. Ich bin direkt. Leck mich. Aber Felix ist der Einzige, der draußen gepennt hat. Super. Was wollte mit dich mit Ben in einem Bett schlafen wollen? Das sind halt Freunde. Und ich habe vorher, ich wollte noch zu dir abkürzen, Lumi, aber. Wir haben schon zusammen in einem Bett geschlafen. Hier, ich habe einen Rubin gespendet, ne? Sonst wären wir jetzt nie bei 1900.